Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 13 mit Glasgow Rangers hier heute im Part Nummer 130 im achten Part der dritten Staffel und hier zum Dienstag-Video, denn wir haben heute Dienstag, den 3. März. Und nachdem wir jetzt zuletzt gegen NK Celje mit 4:2 gewonnen haben im Hinspiel, steht jetzt der Liga-Alltag an, Spieltag Nr. 1, heute hier in der Scottish Premiership, Sonntag, 10. August 2014. Unsere anderen Mannschaften haben bereits den ersten Spieltag hinter sich. Wir haben hier Nachholspieltag, dadurch, dass wir ja jetzt die Europa League ja hatten, dadurch uns noch einen Tag mehr Regeneration haben wollten. Und deswegen gehen wir dann hier rein und sehen jetzt hier die zweite Liga mit dem zweiten Spieltag. Unter anderem Köln gegen Ingolstadt, 15. gegen 13. Dann der erste Spieltag der Regionalliga Nordost, der DFL Supercup Borussia Dortmund gegen Bayern München. Das altbekannte Spiel 1. gegen 2. beziehungsweise der DFB-Pokalsieger gegen Deutscher Meister. Dann einige Freundschaftsspiele, 1. Spieltag in der Serie A. Der Supercopa in Spanien, Sevilla gegen Real Madrid. Und dann würde ich sagen, tauchen wir hier rein. Textmodus ist angesagt. Und mal gucken. Dieses Derby ist für uns, für den Verein extrem wichtig. Wir müssen für unsere Fans siegen. So hochgewagtes Ziel will ich jetzt noch nicht, weil dann können wir uns hier ein Eigentor machen, sollten wir verlieren. Deswegen sagen wir jetzt heute, gebt euer Bestes und damit auf geht's, Glasgow. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Hamilton zur Begegnung Hamilton Academical gegen Glasgow Rangers. Wir sind voll konzentriert nach 2 Minuten, das ging aber schnell. Und sehen, Hamilton Academical ist defensiv ausgerichtet. Wir haben die erste Chance, 5. Minute. Patterson schlägt den Ball flach nach innen, aber Blair Curry ist äußerst aufmerksam und sichert sich den Ball rechtzeitig vor Georgios Samaras. Der Ball kam auch etwas zu nah vor das Tor. John Daly zieht im Strafraum aus halblinker Position ab. Doch Blair Curry kann den Flachschuss im Eckball ablenken. Sehen hier die erste Ecke der Saison durch Callum Patterson. Aber Blair Curry kommt heraus, fängt die Ecke hier sicher ab. Also keine Gefahr, aber wir haben die nächste Chance daraufhin. 7. Minute. John Daly läuft mit dem Ball Richtung Strafraum. Findet zunächst eine Anspielstation. Doch dann die Überraschung aus dem Nick, spielt Daly einen Pass zu Samaras, der sich robust gegen Cole durchsetzt und der Ball landet hinter der Linie im Tor auf 1:0. Georgios Samaras, erste Tor der Saison, erste Vorlage. John Daly, klasse Aktion hier. An die Unterkante der Latte. Guter Pass von Ian Black auf Georgios Samaras, der ohne Zögern sofort den Abschluss sucht. Blair Curry ist jedoch blitzschnell unten und packt bombensicher zu. Auftakt nach Maß hier, 12. Minute. Guter Steilpass von Jack Relish. John Daly kommt im Strafraum an den Ball, legt ein paar Meter zurück zu Ian Black, der sofort abzieht. Der Ball streicht nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Und wir haben jetzt hier die Ecke Pavel Olkowski. Blair Curry kommt heraus, fängt die Ecke hier sicher ab. Also von den Ecken bis dato noch keine Gefahr. Aber wir können einfach sagen, klasse Leistung hier. Wir sind eindeutig am Drücker. Hamilton Academical hat enorme Probleme, in dieses Match zu kommen. Und jetzt der Ausfall hier von Darren Cole, von unserem Eckspieler, der bis dato eine ordentliche Partie gemacht hat. Muss jetzt raus, für ihn kommt dann Jonathan Rutledge mit einer 66. Also gleichwertig ersetzt hier. Und Hamilton hier mit der Chance, 23. eine gefährliche Reingabe von Gillespie. Wird von Callum Patterson mit gutem Einsatz zur Ecke geklärt. Die erste Ecke kommt gut rein hier von Jonathan Rutledge. Bringt den Ball hoch herein, Lewis McLeod steigt am kurzen Pfosten hoch zum Kopfball, 2 Meter links vorbei. So, die YouTube-Elf ist jetzt ja im eigenen Haus, okay. Aber Chance jetzt für Hamilton Academical. James Keating probiert es aus 25 Metern mit dem ungenauen Schuss, hat Cameron Bell aber keinerlei Probleme. So, 35 Minuten gespielt, weiterhin 1:0 die Führung hier durch Samaras, der jetzt die Abwehr von Hamilton Academical
durch einen Lupfer hier aushebelt. Aber John Daly steht einen Meter im Abseits. Aaron Lennon legt am Strafraumrand für Samaras auf, doch der griechische Nationalspieler verzieht den Flachschuss aus 17 Metern und befördert den Ball neben das von Blair Curry gehütete Gehäuse. So, Riesenchance in Hamilton. Jetzt muss es schnell gehen, Überzahlsituation für Hamilton Academical. John McChain hat nur noch Cameron Bell vor sich. Zieht ab, knapp rechts oben vorbei. Gott sei Dank hier. Das wäre nämlich nicht so schön gewesen. So, 43. Minute, nochmal die Chance für uns hier. 100%ige Aaron Lennon Flankpfosten-Tor, wo sich Alistair Crawford völlig verschätzend den Ball vorspringt. Unbedrängt schafft es John Daly nicht, den Ball aufs Tor zu köpfen. Schade. Eine Minute Nachspielzeit hier in Hamilton. Weiterhin hier 1:0 die Führung. Und Hamilton jetzt mit der Chance vor dem Pausentee. Adrian Zacharia und Darren McGregor verbeißen sich so in einem Zweikampf, dass sie den fünften Schiedsrichter komplett überhören. Am Ende liegen beide am Boden. Aber der Referee hat hier zuvor auf Abzeit entschieden. Abpfiff zur ersten Halbzeit. Die Partie in Hamilton ist sehr offen. Die Glasgow Rangers kann das Geschehen kontrollieren, während die Hausherren durch Konter immer gefährlich bleiben. Kurz vor der Halbzeit dann aber die Führung durch Georgios Samaras, der damit ideal wieder hier auf die schottische Bühne sich hier einfindet. So, motivieren, motivieren und loben Samaras, der schlechtes Selbstvertrauen hat. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich dadurch, dass er im Europapokal noch nicht zum Einsatz kam. Darf da erst rein, wenn wir die Gruppenphase erreicht haben. Aber es ist auch noch ein ganz langer Weg dorthin. Sehen ihren Fleck heute Totalausfall mit einer 4-0. Werden wir weiterhin beobachten, aber wir haben ja hier einige, die das können. George Evans jetzt hier zum Beispiel. Oder aber auch Kyle Hutton, der das sehr erfahren ist und die Position auch spielen kann. Und dann gehen wir rein, zweite Hälfte. So, die ersten 5 Minuten passiert nichts, 53. jetzt. Eigentlich ein harmloser Steilpass von Ian Black macht der HFC-Verteidiger Crawford zu einer Vorlage für Samaras. Der Angreifer zieht Volley ab und scheitert am gut stehenden Blair Curry. Schade. Aber wir haben die Chance jetzt durch Callum Patterson, dritte Ecke. Aber Blair Curry pflückt den Ball hier sicher runter. 57. Chance für Hamilton. Auf der linken Außenbahn konzentriert sich jetzt alles auf den ballführenden Lewis McLeod, der auf Sean McNesser zielt, der aus 17 Metern. Gutes Stück vorbei am Tor. Also das wäre was gewesen, wenn Sean McNesser hier das Tor gemacht hätte. Gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber. Nun tun sich die Gastgeber schwer. Klar, die Glasgow Rangers sind jetzt natürlich nicht mehr wie in Hälfte 1 auf dem Weg nach vorne. Sondern machen hinten dicht. Jetzt haben wir die Chance, Grealish kann von rechts flanken. Plötzlich steht Daly allein vor dem Tor. Doch der Flankenball ist einen Tick zu hoch für den großgewachsenen Iren. Und Hamilton hat jetzt die Chance, währenddessen ich, wie gesagt, hier George Evans reinbringe. John McChain taucht plötzlich alleine vor Cameron Bell auf, doch statt zu ziehen, schlägt der Stürmer noch einen Haken und vertändelt so die Chance. Jetzt der Einsatz hier von George Evans für Ian Black. So, Andrew Mitchell für Adrian Zacharia in der Partie. Mitchell war ja in der Vorsaison immer sehr gefährlich gewesen. Das habe ich bis dato nicht vergessen. Und dann kommt jetzt hier noch Doyle rein. Währenddessen wir hier eine Chance sehen. Jack Relle spielt auf George Evans einen Doppelpass. Und wir haben das 2:0. Klasse. Samaras verabschiedet sich hier mit einem Doppelpack. Zweites Tor in der Saison, erste Vorlage Jack Grealish. Damit kann er sich ideal verabschieden hier, Samaras. Spieler des Spiels, 2 Tore gemacht. So habe ich mir das wirklich vorgestellt. Dass ein Neuzugang so einschlägt. Riesenchance in Hamilton. Große Konterchance für die Glasgow Rangers. Überfall an sich. Stürmt sie jetzt hier nach vorne, haben Überzahl. Kevin Doyle läuft ganz alleine auf Blair Curry zu. Legt den Ball an Curry vorbei.
Tor! 3-0 Kevin Doyle, Joker-Tor. Klasse. Jabba-dabba-du-hu. Erstes Tor in der Saison hier für Kevin Doyle. So, und ich wechsle jetzt hier nochmal. Bring dann Domenico Berardi rein für Aaron Lennon. Und ich würde mal sagen, wir können den Einsatz jetzt herunterschrauben. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel passieren jetzt. So, sagen hier Kontrolle übernehmen. Ryan Finney kommt jetzt rein für Martin Cunning. Witzig, Louis McLeod liegt jetzt hier auf dem Rasen, hat einen Krampf. Da fragt man sich, warum so viel gelaufen sind sie ja nun nicht. Und wir haben die nächste Chance. 82. Ist Jonathan Rutledge, geht da etwas plump in einen Zweikampf und bringt Kevin Doyle zu Fall. Aber der Referee zeigt hier auf Weiterspielen. Der Sieg für die Rangers wird hier völlig in Ordnung gehen, denn sie haben die Partie über weite Strecken kontrolliert. 85. Minute. Barnetta hebelt die Abwehr von Hamilton Academical durch einen Lupfer aus, aber John Daly steht etwa einen Meter im Abseits, wird zurückgepfiffen. So, 89. Minute, Chance für Hamilton. Lewis McLeod lässt sich den Ball leicht von Evans abjagen. Da hätte er einfach abspielen sollen. Die Glasgow Rangers haben damit seit 500 Minuten kein Tor mehr kassiert. Auch eine wirklich schöne Zahl hier. Und Schlusspfiff. Wir feiern hier unseren ersten Saisonsieg, 3:0 Erfolg gegen Hamilton Academical. Und wir können uns bei Georgios Samaras bedanken, der ein klasse Doppelpack hier gemacht hat, genauso wie Kevin Doyle. Statistiken 61 zu 39% Ballbesitz, 17 zu 8 Chancen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Nachbericht des ersten Spieltags der Scottish Premiership. Wir, die Glasgow Rangers, haben gewonnen mit 3:0 gegen Hamilton Academical. Spieler des Spiels Georgios Samaras heute mit dem Doppelpack hier und einer 1,0. Kevin Doyle hat auch klasse Spiel gemacht, keine Note mehr bekommen mit einem Tor. George Evans 1,0 nach Einwechslung, klasse. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Aber sonst war es einfach eine tadellose Leistung. Beim Gegner Blair Curry, hier bester Mann, 2,5, hat Schlimmeres verhindert hier für Hamilton. Zu den Statistiken: 7 zu 3 Schüsse, 5 aufs Tor, 2 zu 2 daneben, 8 zu 5 Chancen und 61 zu 39% Ballbesitz, Spieler des Spiels Georgios Samaras. Und jetzt zu den Ergebnissen des ersten Spieltags. FC Kilmarnock noch 2 zu 0 gegen St. Mirren, wir mit dem 3 zu 0 Erfolg gegen Glasgow Rangers. Gegen Hamilton Academical, meine Güte. Celtic Glasgow 4 zu 2 erfolgreich gegen St. Johnstone. Dundee United 1 zu 1 gegen Partick Thistle. Livingston 2 zu 0 gegen Ross County und 5 zu 0 Kantersieg vom FC Aberdeen, die damit wieder Tabellenführer sind. So, der Blick in die Championship. Dort sehen wir Raith Rovers hier 6 zu 0 Kantersieg gegen Dumbarton. Dundee mit dem 2 zu 0, Heart of Midlothian 3 zu 2 erfolgreich gegen Hibernian. Und dann kommen wir jetzt zu den Stimmen. Da sagte Billy Reid, das Spiel war schnell entschieden, in der ersten Viertelstunde waren wir gar nicht auf dem Platz und haben geschlafen. Aber wir haben gut ins Spiel zurückgefunden, heute hat uns Georgios Samaras alleine K.O. geschossen. Ich bleibe trotzdem zuversichtlich und habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft. Und der Trainer sagte danach noch, ich muss weg, okay? Und ich sagte, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und gleich versucht, den Gegner unter Druck zu setzen. Und haben das auch fast 90 Minuten geschafft. Der einzige Vorwurf, den ich machen kann, dass wir ein paar Tore zu wenig geschossen haben. Spieltagsstatistik sind wir nicht dabei, sehen hier aber Samaras mit 2 Saisontoren. Teamleistung 2,0. Können wir auch nichts sagen, ist noch zu unaussagekräftig. Chris Boyd hier mal wieder in Front. Samaras hat sich ideal hier ins Spiel eingefunden. Fairplay, sind wir die zweitfairste Mannschaft, Zefane noch eine Woche verletzt, dann können wir weitergehen. Sehen Sie die Verpflichtung von Mohamed Besic, wird nicht ohne Skepsis gesehen, ist er überschätzt worden? So, mal gucken, das würde sich
Auf keinen Fall, Besic wird noch eine wichtige Stütze der Mannschaft. Das auf jeden Fall. Und dann können wir hier weitergehen. Kevin Doyle erzielt sein erstes Ligator, das sehen wir. Sehen hier einige Wechsel. Lucas Claro wechselt von Coritiba zu Corinthians für 4,9 Millionen. War aber nicht der Top-Transfer. Denn der Top-Transfer war der Wechsel von Romelu Lukaku zum FC Arsenal für 50 Millionen. Aymeric Laporte von Athletic Bilbao zu Aston Villa für 33,5. Jake Livermore zu West Ham für 15. Erich Dyer zu Swansea für 11,5. Toulalan zu Neapel für 11,5. Dann ist es eher ruhig hier. Nix, was wirklich interessiert. Sehen hier Ciro Immobile im Fokus von AC Mailand, Lorenzo Insigne im Fokus von Inter Mailand, Gonzalo Higuain im Fokus von Paris Saint-Germain und Leverkusen ist interessiert hier an Asmir Begovic. Und wir sehen hier Stafelidis mit einer Leihe zu RB Leipzig, Unrich Hajro Sivkovic mit der Leihe zu Swansea. So, dann gehen wir hier doch in die Woche. Oh Gott, muss mich schon wieder anmelden. Naja, ist nicht weiter schlimm. So, der nächste. Gordon Dillon, 4,5 Sterne. Also, das läuft ja jetzt wie geschnitten Brot mitnehmen. Wieder einer für euch. So, mal gucken, wie es hier aussieht. So, müssen Barry Ferguson noch einen neuen Mentor geben. Da ist Milik nicht gut genug. Da ist keiner mehr gut genug. Und die B-Jugend. Ja, die wird langsam wirklich hier durch die Decke gehen mit den ganzen Talenten. Aber das wollten wir ja von Anfang an, so eine gute Talentschmiede. Es sind jetzt schon beste Jugendarbeit national 244 Punkte und ist nach wie vor auch weltweit hier. So, Banden. Veolia möchte bei uns noch einsteigen, beziehungsweise der WWF. Kommt schon mit der Laufzeit runter, naja, ist egal. 8 freie Banden noch. Und dann arbeiten wir uns hier ganz genüsslich vor zum Spiel. Gegen Celje. Sehen hier Schnitzler mit einem erreichten Trainingsziel. Abschlag, okay. Und ich wollte jetzt noch nach Transfers gucken, weil ich habe doch noch den einen oder anderen, den ich gerne holen würde. Aber lauter Talente halt. Normalerweise wollte ich hier Manon Busch holen. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie viel man da bieten muss. Weil nicht, dass sie das ablehnen hier. Weil dann können wir das eh vergessen. Und hier Gedeon Jung. Der war mir auch noch so einer, den ich gerne holen würde. 310.000. Ich würde da ja gerne mal mit einer 500.000 versuchen. Und beendet das Gespräch höflich, aber bestimmt. Das ist natürlich blöd. Ich habe keine Ahnung, was die da für ihn fordern. Mirko Slomka lacht nur. Dann darf er das ruhig. Und wir arbeiten uns hier fort zum Spiel gegen NK Celje. Sehen jetzt erstmal noch die dritte Runde hier. Sehen AS Monaco ist eine Runde weiter, die ja in der letzten Woche die Sensation geschafft haben gegen Arsenal mit 3 zu 1. Ich hatte ja eine Prognose abgegeben, 2 zu 1 ging die ja aus. Dynamo Moskau ist eine Runde weiter. Nippe hat's noch. Nee. Nippe hat's nicht geschafft. Doch. Siegt hier mit 3 zu 2, haben das wichtige Tor in der Verlängerung hier gemacht. Und PSV Eindhoven ist hier noch weitergekommen, okay. So wie FC Basel, die es noch geschafft haben. Kakitani und Yannis Taffer mit den Toren. Hier sehen wir dann die Begegnungen AS Rom gegen Real Madrid, Dynamo Moskau, Man United, Nippe gegen Leverkusen, PSV Eindhoven gegen AC Mailand und Basel gegen Prager.
Und dann haben wir es geschafft zu unserem Spiel Glasgow Rangers gegen NK Celje, das Rückspiel vor ausverkauftem Haus. Sehen Sie auch Topspiel Glasgow Rangers gegen NK Celje, dann Hoffenheim gegen Bursaspor und Tottenham Hotspurs gegen Vitesse Arnhem. Haben keine Nachrichten, dürfen unsere beiden Spieler austauschen. Mohamed Besic darf hier ganz klar übernehmen. Und für ihn Doyle hier ganz klar. So. Mal gucken, aus der zweiten Mannschaft haben wir ja jetzt noch einige, die wir theoretisch hochziehen könnten. Leon Rowe zum Beispiel mit einer 57. So, hier sind sie ja komplett aufgeschmissen mit der 11. Mal gucken, aufstellen wie erste Mannschaft. So, ist eine 377 in der Stärke. So, und wir bleiben jetzt so. Ich würde mal sagen, Jordan Archer wird dann spielen. Gegen Celje. Hat er sich verdient? Quellisch könnte eine Pause gebrauchen. Da wird dann Morrison zum Einsatz kommen. So, Patterson bräuchte eigentlich auch eine Pause. Da wird dann Timo Röcker spielen. Timo Röcker dann Ecke von rechts. Timo, wo bist denn du? Da. So, mal gucken, wer braucht noch eine Pause? Frische 82 Alex Pierce. Ja, da haben wir jetzt leider keinen, das tut mir leid. Da muss er jetzt spielen. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Wäre ja eine Schmach, wenn wir hier scheitern. Wir haben ja 4 Auswärtstore geschossen, von daher sind wir da eigentlich schon auf der sicheren Seite. So, 4 Horvitsch wird gedeckt, aber die Sonderbewachung geht hier auf Ferbitsch. Den könnte man sogar holen, aber Motherwell ist da dran. Scheint wohl auch gesehen zu haben, was der Spieler hier kann. So, vielleicht kommt er ja in die Liga. Und dann würde ich doch mal sagen, haben wir doch einiges geschafft, sind jetzt hier gut in die Liga reingestartet mit dem 3:0. Und jetzt steht der nächste Spieltag hier in der Europa League an, mit dem möglichen Einzug in die Playoffs. Und dann würde ich doch mal sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.